Kids. Namen für unsere Sendung Tor am Freitag. Gast bei mir im Studio ist heute Hans König. Bis vor wenigen Tagen war er noch Trainer vom Landesligist Blau-Weiß Linz. Jetzt hat er bei mir Platz genommen. Danke fürs Kommen, Herr König. Dankeschön. Am Mittwoch haben Sie vorerst einmal die Nase voll gehabt vom Fußball, zumindest vom Blau-Weiß Linz. Was waren letztendlich die Gründe, dass Sie Ihr Amt zur Verfügung gestellt haben? Ja, da hat es einige Gründe gegeben, aber im Prinzip war ausschlaggebend, dass einfach keine Ruhe in dem Verein vom Umfeld mehr gekommen ist. Das heißt, vom internen Bereich des Vereines. Und man hat einfach nicht mehr das Gefühl gehabt, dass man da in Ruhe arbeiten kann. Und wenn man sagt, man spielt heute gegen Machtrenk, gewinnt und eine Woche später muss man am Donauplatz gewinnen, um Ruhe zu haben. Und das ist ganz, ganz schwer. Und wenn die Situation so ist, dass noch zwei Wochen wieder das ganze Theater von vorne anfängt, ich glaube, da ist beiden Seiten nicht geholfen und ich muss ehrlich sagen, da ist vernünftiger, dass ich vom Verein ausscheide und dass man in Ruhe arbeiten kann und dass ein bisschen Ruhe wieder in den Verein kommt. Geschrieben wurde ja, dass es Ihnen fast so ergangen ist wie dem Berti Vogts. Der Druck der Medien war zu groß. War er wirklich so groß? Waren die Medien auch mitschuld? Na, die Medien waren sicher nicht unbedingt mitschuld. Es war sicher, was die Medien geschrieben haben, teilweise ist meiner Meinung sehr schlecht recherchiert gewesen. Also ich finde da, das, was die Medien da teilweise gebracht haben, ist sehr, sehr, sehr schwach gewesen und teilweise unter der Gürtellinie. Vor allem hat mich ein Artikel vom Herrn Bartl sehr geärgert, muss ich sagen, wo behauptet worden ist, dass wir beim Training gegen Gmunden, noch gegen das Gmunden-Spiel, dass die Spieler die Anweisungen nicht befolgt haben. Also das ist eine totale Falschmeldung und ich habe da mit Herrn Bartl telefoniert und habe ihm das erklärt, wie die Situation ist. Und wenn angeblich ein Spieler so eine Meldung macht, die total falsch ist und er sich als Reporter für diese Falschaussage missbrauchen lässt und den Spieler nicht nehmen soll, dann muss ich ehrlich sagen, dann geht da irgendwas schief, weil da werden die Medien missbraucht, wird der Reporter missbraucht, diese Charaktersache von einem Spieler. Und da muss man halt sagen, der Spieler war es, weil da brauche ich nicht dann hinter den Spieler stehen, wo dieser totale, meiner Meinung nach, Lüge war. Und das ganz einfach zu recherchieren gewesen wäre, ich hätte mich anrufen können, ich hätte zwei, drei Spieler, gestandene Spieler, muss ich sagen, anrufen. Ich nenne jetzt, brauche ich nicht viele Namen nennen, einen Berzi oder Helmer anrufen können. Die hätten ihm das sagen können, wie das war, das Training. Wir haben ganz normal eine Besprechung gehabt über das Spiel gegen Gmunden, was sicher sehr schlecht war, vom Ergebnis her in Gmunden. Zwar X kann man spielen, aber Spiel generell gesehen war ganz schlecht, war eine schlechte Leistung von uns. Und wir haben uns eine halbe Stunde über das Ganze unterhalten, über das Spiel und auch über die Situation von vorher, Vorfeld ein bisschen. Und sind dann laufen gegangen, 40, 50 Minuten und haben ein bisschen Schnelligkeitsausdauer gemacht. Da haben alle mitgemacht, ohne dass man irgendwas zweimal sagen hätte müssen. Also das war kein Thema. Und drei verletzte, angeschlagene Spieler, die haben halt ein bisschen auslaufen, da die haben beim Schnelligkeitsausdauer nicht mehr mitgemacht. Also das war es eigentlich. Sie glauben, dass Ihre Autorität den Spielern gegenüber bis zuletzt 100% intakt war? Von dieser Seite hat es überhaupt nichts gegeben. Das hat bei dem Training nichts gegeben und auch in den Spielen nicht. Ich habe mich am Mittwochnachmittag noch mit einigen Spielern sogar unterhalten, aber nicht um irgendwo meinen Rücktritt von den Spielern bestätigt haben, sondern generell einfach nur ein bisschen mit den Spielern geredet, weil Mittwochnachmittag ist meine persönliche Entscheidung eigentlich schon festgestellt, dass ich aufhöre, aber ich habe da nur mit einigen Spielern geredet, mit einigen erfahrenen Spielern beim Vortag, auch mit Hasanovic ein bisschen geredet über das ganze Klima und alles, mit einem Berze, der doch ein erfahrenes Spieler ist und auch bei uns schon lange spielt und mit Huemer, der neu gekommen ist, ein bisschen über die Situationen unterhalten, was los ist und die Meinung von denen. Aber meine Entscheidung war bereits zu diesem Zeitpunkt getroffen. Mit dazu beigetragen hat sich auch das Sportliche. Es sind 8 Runden gespielt. Blau-Weiß hat da 2 Siege verbuchen können. Weniger als man sich erwartet hat, ist seit dem Vorfeld als Titelaspirant gehandelt worden. Da müssen Fehler passiert sein. Waren da auch Fehler Ihrerseits dabei? Würden Sie jetzt etwas anders machen? Ja, Fehler sind wahrscheinlich vielleicht in der Einkaufspolitik ein bisschen gemacht worden. Ich bin überzeugt, die Mannschaft, jeder Einzelne ist ein sehr guter, für die Landesliga guter Fußballer, aber als Mannschaft vielleicht fehlt der eine oder andere Spieler,
der auch bereit ist, so wie man schon sagt, unter Anführungszeichen Dreckarbeit zu machen. Jeder will nur Fußball spielen. Und in der Vorbereitungszeit waren die Gegner teilweise nicht so stark und der Druck war nicht hier und das, die Ergebnisse waren einfach viel zu gut. Wir haben sehr einige Spiele gehabt mit 7-0, also gegen Stadelbauer, wenn ich hernehme, zweite Landesliga. West spielt relativ weit vorne mit 5-2 gegen Christkirchen. Die Ergebnisse waren meiner Meinung nach damals schon für mein Gefühl zu gut und da ist ein bisschen ein Dings reingekommen, wo wir gesagt haben, ja, wir sind sehr stark, wir werden um einen Titel mitspielen und das hat ein bisschen getrübt. Die Mannschaft ist noch nicht so stark und auch noch nicht so weit, dass man sagen kann, jetzt ist man so gefestigt, dass man um einen Titel mitspielen. Das fehlen einfach vielleicht der ein oder andere Spieler, der wirklich bereit ist, da auch Trinkarbeit zu machen. Wir haben zu Ihrem Abgang heute auch den Herrn Präsident Hermann Schellmann gefragt, ihn im Blau-Weiß-Fanshop besucht und der hat Folgendes von sich gegeben. Wir waren nicht darauf gefasst. Einen Tag vorher waren wir uns noch einig, dass es mit König auf jeden Fall einige Zeit weitergehen soll. Und nachdem ich auch vorher immer betont habe, wir stehen zu unserem Trainer, haben wir tatsächlich mit keinen anderen Trainern irgendwelche Verhandlungen geführt. Und dadurch waren wir auf einmal natürlich vor einem Punkt, wo wir erst anfangen müssen, einen neuen Trainer zu finden. Sie haben dem Hans König lange den Rücken gestärkt. Tut es Ihnen jetzt leid, dass er zurückgetreten ist? Ich glaube, es war vielleicht in dieser jetzigen Situation für beide das Beste. Für den Verein, vielleicht mit einem neuen Trainer, kommt eine neue Motivation und die Mannschaft gibt vielleicht etwas mehr Gas. Auf der anderen Seite vielleicht auch für Herrn Trainer König. Die Medienattacken waren wirklich schon ein bisschen arg. Und daher war es auch verständlich, dass er mit der Sache nicht mehr ganz fertig geworden ist. Und er hat auch wörtlich gesagt, er hat es nicht notwendig, dass er das antut und von allen Seiten angefeindet wird. Weil er hat immerhin ein Jahr lang bei uns ganz gute Leistungen gebracht. Wir sind immerhin im vorigen Jahr Vierter geworden, im ersten Jahr als Blau-Weiß in der Landesliga. Und ich glaube, er hat wirklich, ich würde so betonen, sagen, er war eigentlich ein bisschen ein glückloser Trainer im heurigen Jahr. Waren die Medienattacken der einzige Grund oder ist es auch so, wie es in den Medien teilweise geschrieben wurde, dass Teile der Mannschaft oder auch Teile des Vorstands nicht mehr hinter Hans König gestanden sind? Es war sicher die Medienattacken in erster Linie, weil wenn man jeden Tag so negative Sachen über einen liest, dann gibt's wahrscheinlich muss man hartgesotten oder Profi sein, immerhin macht es der König ja nebenbei, diesen Trainerjob ist eine Amateurliga. Es ist richtig, dass ein Teil des Vorstandes nicht mehr hinter ihm gestanden ist und auch seine Ablöse bei mir gefordert hat. Allerdings die Spieler haben mir nochmals betont, nach seinem Rücktritt, dass sie nicht für die Ablöse von Herrn Trainer König waren und dass sie heute bei unserem Spiel für den Trainer König spielen werden. Blau-Weiß ist vergangenes Jahr mit einem vermeintlich schwächeren Kader erheblich besser dagestanden. Hat man vielleicht falsch eingekauft? Ich würde nicht sagen falsch. Wir haben zum Teil diesmal vielleicht von der Technik her bessere Fußballer als wir voriges Jahr gehabt, aber wir haben festgestellt, und das ist ja nichts Neues, Fußball ist einmal ein Mannschaftssport und wenn der eine oder der andere nicht unbedingt harmonieren, dann nützt es nichts, dass es gute Fußballer sind oder vielleicht etwas bessere Fußballer. Man muss natürlich die richtige Mischung finden und das hat vielleicht doch nicht ganz geklappt bis jetzt. Frage zum Schluss, wer wird der neue Blau-Weiß-Trainer? Zurzeit übernimmt einmal interimistisch Herr Hofmann-Fritz das und wir hoffen, dass wir bis Mittwoch nächster Woche den neuen Trainer präsentieren können. Danke. Bitte.